Wir haben uns überlegt, wir werden unsere Jolly Days Challenge fortsetzen. Wir werden die österreichische Nationalmannschaft im Curling herausfordern. Natürlich ganz wichtig ist, wer das Recht des letzten Steins hat, den sogenannten Hammer. Und den schenken wir am ersten End gleich einmal unseren Herausforderungen. Hand drauf für die Jolly Days Challenge Curling im Rahmen von Licht ins Dunkel. Es ist am Anfang, als du denkst, wie soll das gehen? Aber wir haben wirklich einen guten Coach, er zeigt es uns, auch wenn die Aufgabe für ihn sehr, sehr mühsam ist. Ich dachte mir zuerst, das ist ein Pensionistensport. Jetzt habe ich es gerade probiert, das ist sau schwer. Ich finde es total spannend, macht Spaß. Es ist natürlich sehr viel Balancegefühl gefragt und ist natürlich ganz schwer, da sieht man heute wieder gutes Personal zu bekommen bezüglich des Wischens. Ja? Finde ich super. Ist eine riesen Herausforderung und macht auch Spaß. Also perfekt. Die hauen wir weg. Wir haben keine Chance. Lieber Jörg, wieder verloren. Was sagst du dazu? Ja, mein Gott. Sieger der Herzen haben wir schon gehört. An Erfahrung gewonnen haben wir schon gehört. Aber in Wirklichkeit stört sich überhaupt nicht, ganz ehrlich gesagt. Wir machen das Ganze ja auch aus Spaß und der Freude und auch am sportlichen Wettkampf. Aber eigentlich vor allem auch für eine gute Sache. Die gute Sache gewinnt jedes Mal. Und das ist eigentlich das Anliegen, das wir auch haben. So wie viele Jahre zuvor unterstützen wir heuer wieder Licht ins Dunkel und freuen uns an dieser Stelle, 20.000 Euro in Summe für dieses Jahr zu spenden, für diese gute Sache. Und ich glaube, das ist in jedem Fall wert. Da verliere ich gerne auch ein weiteres Mal.